Mit einem Immobilienportfolio im Wert von über 1,2 Milliarden Euro trägt IG Immobilien den österreichischen Markt entscheidend mit. Das Unternehmen setzt nicht nur Maßstäbe bei der Errichtung, Vermietung und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, sondern trägt auch aktiv zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft bei. Wir haben bereits begonnen, im Jahr 2020 für unser gesamtes Portfolio den CO2-Fußabdruck zu berechnen. Diese Berechnung war die Basis für unsere Nachhaltigkeitsstrategie, für unsere ESG-Strategie. Und auf Basis von dieser haben wir Maßnahmen für jedes Objekt identifiziert und fangen jetzt an, sukzessive diese umzusetzen, beispielsweise mit Photovoltaikanlagen am Dach. Die Umsetzung der ESG-Standards bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. So sind beispielsweise Investitionen in nachhaltige Technologien notwendig und die Akzeptanz dieser Veränderungen seitens der Nutzer und Mieter muss gefördert werden. Die große Herausforderung ist natürlich einerseits der finanzielle und der personelle Aufwand, den man betreiben muss, um die Gebäude entsprechend nachhaltig zu bekommen. Was man aber nicht vergessen darf, ist auch die Regulatorik, die mitspielt. Auf der einen Seite brauche ich die Mieter dafür die Zustimmung, um Gebäude umstellen zu können von Gas auf Fernwärme, die Zustimmungspflicht dafür. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich entsprechend Bundesdenkmalamt als Stichwort entsprechend da Anforderungen zu erfüllen. IG Immobilien zeigt, wie sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit erfolgreich verbinden lassen. Mit einer umfassenden ESG-Strategie, ambitionierten CO2-Reduktionszielen und einem klaren Bekenntnis zur sozialen Verantwortung setzt das Unternehmen ein Zeichen für die gesamte Branche.